Können wir die Kerzen anmachen? Lumos. Hey. Hello. Ich bin müde. Ja, also. Ihr habt gesehen. Buch kaufen. Bücher shoppen mit Vanessa. Ja, läuft nie gut. Zumindest für meinen Geldbeutel. Ich hatte allerdings zwei Gutscheine zum Geburtstag bekommen. Also es ist so ein Let's spend my birthday money. Keine Ahnung, wie ich den Bums hier nennen werde. Bitte beachtet nicht meinen Pickel. Dankeschön. Wir werden jetzt meine Bücher anschauen, die ich gekauft habe. Es sind... Ratet, wie viele es geworden sind. Es sind 6 Stück geworden. Das erste Buch, was ich mitnehmen musste, weil erstens ist es ein total großer TikTok-Hype, gebe ich ja eigentlich nicht so viel drauf, aber Vanessa fand's gut. The Atlas. Wird eine Trilogie tatsächlich. Wusste ich auch nicht. Ich dachte, das wird ein Zweiteiler. Und der zweite Teil auf Deutsch erscheint Ende April 23 nächstes Jahr. Das Buch ist wunderschön. Von innen zumindest. Und dann haben die sich nicht mal die Mühe gemacht, unter dem Schutzumschlag etwas anderes drauf zu machen. Wir machen so ein kleines Cover-Ranking, Baby. Skala von 1 bis 10 der Schulnoten. Nee, Schulnoten ist besser. 2. 2? 2? Okay. Geheimnisse, Verrat, Verführung, Magie. Willkommen in der alexandrinischen Gesellschaft. Die Bibliothek von Alexandria ist niemals untergegangen. Sie verwahrt im Verborgenen seit Jahrtausenden die dunkelsten Geheimnisse der Menschheit. Alle 10 Jahre bekommen die talentiertesten MagierInnen ihrer Generation die Möglichkeit, das uralte Wissen zu studieren. Auf jene, die die Initiation überstehen, warten ungeheurer Reichtum, Macht und Weisheit. Doch von den 6 Auserwählten werden nur 5 überleben. Dieses Mal sind dabei Libby Rhodes und Nico de Varona, 2 begnadete Physiomagier von der New Yorker University of Magical Arts, die einander nicht ausstehen können. Natürlich nicht. Die Telepathin Parisa K. Mali und der Empath Calem Nova, beides Meister der Manipulation. Tristan Kane, der zynische Sohn des Londoner Gangsters, der jede Illusion durchschauen kann. Und Reina Mori, eine mysteriöse Naturmagierin aus Japan. Zwischen den mächtigen Adepten, was ist das denn für ein Wort, beginnt ein Spiel auf Leben und Tod. Hört sich halt schon sehr nice an. Ich war abgeschreckt, weil es halt ein, es ist halt ein Hardcover, you know, I don't like it. Aber ich glaube, sind hier Bilder drin? It is. Also es ist ein Hype-Buch. Ich finde, es hört sich trotzdem Hype sehr, sehr gut an. Deswegen habe ich es mitgenommen. Und auch, weil ich Vanessa mal vertraue. Genauso wie bei dem nächsten Buch. Bei dem nächsten Buch handelt es sich um eine LGBTQYA Young Adult Story, glaube ich. Es geht um Bis übers Ende dieser Welt hinaus, Everlove. Von Tanja Birne. I don't know, ich bin müde, ich sag's euch. Mit einem ganz süßen Buchschnitt tatsächlich. Cover Voting. 3+. Hi, ist voll hübsch. Und guck, der Buchschnitt. Boah, ist cool. Und es geht darum, Autoscheinwerfer. Das letzte, was Ash hört, ist das Knacken der Windschutzscheibe. Sie zerspringt in tausende von Scherben, die in der Luft hängen wie Sterne. Ash stirbt, mitten in ihrer einzigen Liebesgeschichte. Doch ihre Liebe zu Poppy ist viel zu groß, um so abrupt zu enden. Für Ash ist klar, sie muss den Tod überwinden, um Poppy wiederzusehen. Wie schön und traurig und interessant hört sich dieses Buch an. An irgendwas erinnert mich das. Hab ich jetzt gerade vergessen. Ich habe gar nicht mal mehr so viele LGBTQ-Geschichten hier und das finde ich ziemlich doof. Ich glaube, ich habe nur noch 2 oder so. Deswegen. Dann ein Buch von einer Autorin, dessen erstes Buch auf Deutsch zumindest ich schon gelesen habe. Ich weiß nicht, ob es im Koreanischen noch weitere Bücher von der Autorin gibt. Miss Kim weiß Bescheid gekauft von Cho Nam-ju. Es ist ein wieder, denke ich mal, feministischer Titel über, es sind Geschichten, es sind 8 Kurzgeschichten, glaube ich, von unterschiedlichen Schicksalen, von 8 koreanischen Frauen, die in diesem Buch halt eben beschrieben werden. Sie sind nicht annähernd so weit von uns weg, wie wir hoffen und meinen. Jede einzelne dieser stellvertretenden Frauenbiografien wird von einem der aktuellen gesellschaftlichen Themen in Korea behandelt. Das heimliche Filmen von Frauen in der Öffentlichkeit, häusliche Gewalt, weibliche Identität im Alter und die Ungleichbehandlungen am Arbeitsplatz. Wie schon in ihrem Weltbestseller Kim Ji-young, Weltbestseller, ich kann nicht mal reden, Weltbestseller Kim Ji-young, geboren 1982, schafft es Cho Nam-ju, dass sich Frauen weltweit von ihren Geschichten angesprochen fühlen. Was traurig ist, weil das sind alles Geschichten,
die aufzeigen, wie furchtbar es Frauen auf dieser Welt einfach immer noch geht. Dann ein Buch, das war klar, dass ich das kaufe. Ich habe Teil 1 gelesen und geliebt. Ich habe den zweiten Teil noch nicht gelesen, aber schon hier. Und den dritten Teil habe ich mir jetzt gekauft. Und zwar geht es um Thalberg 2022 von Max Korn. Kennst du das, wenn du redest und deine Nase vibriert, dass sie juckt? Nee. Hä, was ist das denn, ey? In Thalberg geht es immer um ein kleines Dörfchen und dann spielt es in den verschiedensten Zeiten. Der erste Teil spielt 1935, der zweite Teil 1977 und der dritte jetzt halt 2022. Man kann die, meine ich, unabhängig voneinander lesen, zumindest wie ich jetzt das so einschätzen würde. Ich habe den zweiten noch nicht gelesen, deswegen kann ich es nicht zu 100% sagen. Die Spur eines alten Verbrechens führt direkt in die Gegenwart. Ist der Mörder noch unter uns? Das wäre natürlich jetzt, ich habe natürlich gar keine Ahnung, welches Verbrechen hier gemeint ist. Aber es wäre natürlich ziemlich geil, wenn es ein Verbrechen wäre, was wir schon kennen aus dem ersten Teil und das dann einfach in 2022 aufgeklärt wird, wie sich dann halt so der Kreis schließt, you know. Deswegen, vielleicht kann man es doch nicht unabhängig voneinander lesen. Ich werde berichten. Es kommt ein richtig cooles Buch. Oh mein Gott, warum? Wie viele Sticker wollen die da draufkleben? Da war so eine Banderole drum, dann ist da noch ein Sticker. Nicht mal ein schöner Sticker, ja, sondern so ein richtig fetter Oschi. Dieser Sticker. Rot, knallerot. Guckst du. Seid ihr bereit für das geilste Buch, was ich, glaube ich, gekauft habe, was optisch, zumindest finde ich, super geil. Der mexikanische Fluch. Look at it. Wie geil sieht es aus? 3+. 3+? Das hört sich unfassbar gut an. Das wird auch das nächste Buch sein in unserem kleinen Dreierleseklub, den meine Kolleginnen und ich haben. Es geht darum, dass ein verstörender Brief die junge Noemi in ein entlegenes Herrenhaus in den mexikanischen Bergen führt. Dort lebt ihre frisch vermählte Cousine Catalina, die behauptet, ihr Mann würde sie vergiften. Sofort tauscht Noemi die Cocktailpartys der Hauptstadt gegen den Nebel des gespenstischen Hochlands. Das hört sich schon so gut an. High Place ist der Sitz der englischen Familie Doyle, in die Catalina überstürzt eingeheiratet hat. Doch das Ansehen der Doyles ist längst verblasst und ihr Herrenhaus zu einem dunklen Ort geworden. Gut, dass Noemi keine Angst hat. Weder vor Howard Doyle, dem widerwärtigen Patriarchen der Familie, noch vor Catalinas eitelem Ehemann Virgil. Aber als Noemi herausfindet, was auf High Place vor sich geht, ist es zu spät. Sie ist längst in einem Netz aus Gewalt und Wahnsinn gefangen. Wie geil hört sich das an? Das hört sich richtig abgespaced an. Und das letzte Buch, was ich euch heute zeigen werde, es ist total bescheuert und wirr, dieses Video. I'm so sorry. Ich wollte es eigentlich nicht kaufen. Jetzt sehe ich auch gerade, dass ich ein angeschmandertes Exemplar genommen habe. Chillig. Naja, Leben ist hart. Und zwar ein sehr großer TikTok-Hype. Wahrscheinlich könnt ihr jetzt alle denken, worum es geht. Ich wollte es nicht kaufen, ich wollte es nicht holen. Vanessa fand es eigentlich ziemlich kacke. Hat es, glaube ich, sogar abgebrochen. Jetzt machen wir hier die ganzen Sticker, hinten zumindest ab. Ah, schön, da bleibt auch noch ein bisschen von dem Schmandigen damit bei. Oh, we love it, we love it. Könnt ihr erraten, welches super gehypte TikTok-Romance-Buch ich gekauft habe? 3, 2, 1. Jawohl, The Spanish Love Deception. Es ist eine signierte Ausgabe, deswegen fand ich es irgendwie ganz cute. Das habe ich hier von der Autorin so einen Sticker mit einer Unterschrift drin. Cool. Riesiger TikTok-Hype. Den Sticker machen wir erstmal ab und den Sticker von der signierten Ausgabe machen wir auch erstmal ab, ne? Hey, ich habe gefühlt eines der ältesten und ranzigsten signierten Ausgaben genommen. Warum ist das denn so? Hier bleibt hier der ganze Kleber hängen. The Spanish Love Deception. Halleluja. Auf jeden Fall, dieses Buch hier, es war so gehypt auf TikTok, das habe ich ja sogar auch mitbekommen. Auch ich als alte Frau habe das mitbekommen. Vanessa fand das Buch nicht gut, aber ich glaube, das, wo sie mir gesagt hat, weswegen es ihr nicht gefällt, finde ich nicht so schlimm. Deswegen würde ich behaupten, ich hoffe, dass ich keinen Fehlkauf gemacht habe. Und zwar geht es hier darum, dass Lina Martin braucht dringend ein Date für die Hochzeit ihrer Schwester in Spanien. Vor allem, weil ihre gesamte spanische Großfamilie endlich ihren amerikanischen Freund kennenlernen will, der allerdings nicht existiert. Also Fake Dating. Ist nicht so mein Favorite Trope, aber I mean, kann ich mit leben. Lina hat nur 4 Wochen, um jemanden zu finden, der mit ihr von New York nach Spanien reist, um ihre Familie davon zu überzeugen, dass er die große Liebe ist. Dann bietet ausgerechnet ihr Arbeitskollege Aaron seine Hilfe an. Er, der sie als desillusioniert bezeichnet und seine Nase immer in die Angelegenheiten steckt, niemals. Aber die Hochzeit rückt näher und Aaron ist ihre beste und einzige Option. In Spanien muss Lina feststellen, nicht nur als Fake-Boyfriend kann Aaron wirklich charmant sein. Also, es ist ja nicht umsonst so gehypt, ne? Ich hab's mir jetzt gekauft. Schande auf meinen, wie sagt man? Schande über mein Haupt. Das waren meine ganzen Neuzugänge für
10 November. Ist ja nicht so, als wäre es der erste Tag, wo man hätte Bücher kaufen können. Ich muss auf jeden Fall noch ein Buch kaufen, was wir über Bukopoli, wo wir in Bukopoli drüber geredet haben. Das gab es nämlich da nicht. Neuzugänge November werden auf jeden Fall stabil. Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach nur müde. Deswegen würde ich dieses Video jetzt beenden. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.